Ihr übernehmt Elmer und Blumer zu dritten. Wer ist in Zukunft für was zuständig? Und was hat das für Vorteile für eure Kundinnen und Kunden? Bei uns ist in Zukunft zuständig der Kasper für das Kaufmännische. Ich mache Planungen und der Balz macht Ausführung. Der Vorteil für einen Kunden ist, dass das ganz auf drei Pfeiler abgestützt ist, wo jeder seinen Fachbereich hat und das schön aufgeteilt werden, dass wir effizient und tiefig die ganze Arbeit abwickeln können. Danke vielmals. Ihr könnt ja die Spenglerei Stüssi integrieren in die Elmer und Blumer. Was verändert das für die Zukunft, für die Kundinnen und Kunden von euch? Für einen Kunden verändert sich grundsätzlich nichts. Das Angebot bleibt das gleiche. Es ist einzig der Name, den wir von Stüssi Spenglerei auf Elmer und Blumer AG ändern. Dass es für einen Kunden klarer ist, dass Elmer und Blumer auch Spenglerarbeiten anbieten. Weil das ist in letzter Zeit uns aufgefallen, dass das nicht klar ist, dass wir das auch anbieten. Danke vielmals.